So, ihr Lieben. Die Leute haben entschieden. Lotus Elise GT1, it is. Über den Huracan Performante, da habe ich gut Werbung gemacht. Since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions at this time. Not much, really. Hula Palu, danke dir für den 6 Monat mit Prime. Echt ist das Garste, gell? Ja, richtig. Ich kann sagen, ich habe gut Werbung gemacht für die Elise, aber ich denke, das zu Recht, denn das ist das Auto, das ist jetzt ein S1-Auto, das ist das Auto, und Jesper wird es wahrscheinlich bestätigen können, das in den Kurven am krassesten ist. Also, es ist, also gucken wir uns das mal an. Bam. Ideallinie sagt bremst, ich sag nicht. Das ist crazy, wie gut das Auto, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und damit fahren wir jetzt ein schönes Straßenszene-Rennen. Und da gibt es hoffentlich dann einen neuen Win. Denn ich möchte am Ende ja auch jedes Rennen irgendwie gewonnen haben, ne? Sesto Elemento ist noch besser. Der Sesto Elemento hat halt aber auch 100 Punkte mehr. Und den bist du wahrscheinlich noch nicht gefahren, Mats. So, Mats ab für den Lotus. Ja, okay, Jesper sagt auch sehr krass, ja, aber der Sesto Elemento kommt da auch ran. Ja, wie gesagt, der Sesto Elemento ist halt nochmal bei 998 Pünktchen. Melli sieht nur Autos. Die unterschiedlichen interessiert dich da nicht so, oder wie? So, keep pushing. Also relativ kurz übersetzt. So, und jetzt Abfahrt. Absolut null Auto für so interessant. Das ist gut. Ja, am Ende gibt es eine Sache, die muss man nur beachten. Daves Autos sind immer gut. Hat Jesper so gesagt zumindest. Ja, aber ihr seht, auf den Geraden fehlt dem ein bisschen Power. Was gut ist, dann fahren die halt in so eine Kurve mit Bremsen rein und du fährst einfach durch. Das ist so gut. Hallo. Warum fährst du so langsam mit deinem Lamborghini? Du schuldest mir Küste, hat 16 Millionen Euro gekostet und jetzt fährt er hier schneller als ich. Jetzt kommt ein Geradeausstück. Verdammt, jetzt gibt's Karma. No. Nicht doch, Monika. Egal, ich kann den doch vorne holen. Ja, vielleicht auch eher nicht. Ja, mal schauen. Schnelle Kurve, da muss er bremsen, da kann ich außenrum ohne bremsen. Ja, super. Wobei. Ran an den Lambo, let's go! Fahrt! Komm! Taucherbrille! Da muss er bremsen. Jedes Pupsrennen als letzter Start, hätte ich das gewonnen. Equal Engines. Everyone. Arctic Skills, danke für den 14 mit Prime. All the time we have to leave the space. Ach Mann, ey. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen, Alter. Ah, komm, jetzt Abfahrt. R34 haben wir gestern im Stream gemacht, Diamonds. Sehr, sehr gerne da nochmal rein. Ah, ich schalte zu spät. Muss aufmerksamer werden. Es ist so belastend, am Anfang immer hinter den ganzen Leuten zu sein hier. Och, pups. Geschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen, Digi. Ein absolutes Traumauto ist ein Mercedes CLK GTR.
sehr schön. Ja, geh mit deinem Taycan weg. Geh Panzer fahren, Minion. Das ist wahrscheinlich weniger untersteuern, was? Das ist nur ein Scherz. So. Hallo, Chetanario. Hängt hinter Doms und Jessens Lieblingsauto fest. Oh, komm, du doofes Auto hier. Hammer, Platz da. Weg mit dem Kind. Okay, jetzt muss ich liefern. Dabei bin ich nicht mal DHL-Bote, Diggi. So, push, push. Tom schreibt gerade Panzer untersteuern nicht. Okay, sorry. Aber ich habe doch gesagt, der untersteuert weniger. Damit habe ich doch prinzipiell genau das gesagt, was du sagst. Komm, Bumpcraften! Bumpcraft! Bumpcraft me! So ein wenig gönnende. Seine wenig gönnende Driver-Takai, Alter. So, ran an den M2. Doofe Holzzeuge. Okay, ich muss ein bisschen weiter außen in die Linie fahren. Okay, wieder driften. Mit deinem bayerischen Müllwagen hier. Oh, mein gespielter, spaßeshalber enthaltener Hass ist gerade sehr, sehr aufgemuntert. Ja, war doch gut. Oh, wir haben Wheelspin. Abfahrt. Oh, Chevy Bel Air. Fast so gut wie ein Ferrari FXXK, der auch zur Auswahl stand. Okay, gehen wir zum nächsten Rennen. Komm, hast du viele schnelle Kurven? Ja. Der Lotus ist der W11 und der andere der SF90 auf der Geraden. Ja, richtig. Willst du damit sagen, dass der andere einen illegalen Motor hat? Ah, nee, das Rennen ist nicht hier unten. Ach ja, hallo. Moin, Siraton. Merci, Digi. Ehre. Flores hat sich als erstes Auto BMW gekauft und jetzt das. Ich mag BMW. Nix gegen BMW. Mit dem einen oder anderen aktuellen Modell tue ich mich ein bisschen schwer, aber es gibt viele BMW-Autos, die ich sehr, sehr schön finde. E36, E46. Den E34 und 39, die finde ich auch schön. Den alten 7er, also den 7er der ersten Generation finde ich blöd. Null Ahnung von Autos, aber dumm daherlabern. Also nix da, wenn du nur vorhast, dumm daherzulabern, obwohl du null Ahnung von Autos hast, dann solltest du es lieber nicht machen. Aber. Ach komm, hör auf reinzudiven, Digi. Aber ich find's gut, wenn die Leute sich erstmal persönlich vorstellen. Name würde aber auch erstmal reichen, Name und Alter. So, Busch, Busch. Man geht der V1 heute los, sogar früher. Um 8 geht's da schon. Oh, du dummes Driftauto hier. Tschüss! Your first victory since the 2009 Belgian Grand Prix. Tell us about your emotions this time. No, Max, really.
Und er Dome oder Dom für den dritten Monat mit mit dem sechsten Monat mit Prime. Rein in die Olga. Ehre die. Oh, zu spät gebremst. Ups. Moin, Holger. Ist das die Lotus? Ja. Lotus Elise GT1. Fährt sich super. Geiles Auto. Finde ja auch, Dave hat keine Ahnung und kann nicht fahren. Nur so konnte er Leclerc davon überzeugen, dass er schnell ist. Bist du bestimmt. Ja, Charles Leclerc kann ja auch nichts, ne? Der ist ja auch nur Ferrari-Fahrer und hat aktuell noch kein einziges Teamduell verloren. Aber er meint ja auch, glaube ich, echt sich selbst, ne? Jo, in Forza Horizon 4 gibt es den Lotus als Scheunenfund. Oh! Das ist ein cooles Rennen. Hill Climb, Diggi. Alter, das machen wir. Finde ich gut. Upsi, dupsi. Muss man eine bestimmte Edition kaufen, um früher spielen zu können? Ja, richtig. Die Premium-Edition brauchst du. Flo 17 fühlt sich von Dave persönlich angegriffen. Nur weil ich gesagt habe, dass ich manche BMWs nicht mag. Wobei, wo wir über Ahnung von Autos sprechen, was könnt ihr mir sagen, was für ein Mitsubishi Evo besser ist? Der Gallo 12 oder der Gallo 16er? Als Kind musste ich die Szene tatsächlich ein paar Mal gucken, um es zu verstehen, aber... Das ist eine sehr gute Szene. Ach, 12 oder 24er war es? Okay, okay, okay. My bad. Ja, letztendlich steht da so ein Dude, der ihm irgendwie, der Paul Walker, irgendwas von Autos erzählen will und... Dann meinte er so, ja, hier, was ist besser für mein Evo oder für meinen Skyline? Weiß ich nicht mehr, welches Auto der angesprochen hat. Der Gallo 12 oder der Gallo 24? Und man denkt sich, was? Gallo? Was? Das ist einfach, der andere Dude trinkt dabei gerade ein Getränk, wo auf dem Pappbecher draufsteht, Gallos Pizzeria. Das ist so geil! Ja, bergauf fehlt natürlich wieder hier so ein bisschen Power. Andererseits hat er die Downforce. Auf YouTube kann man auch gerne mal Downforce da lassen. Alle Däumchen nach oben recken und das Auto in den Boden stecken. Denn mit viel Abtrieb, da geht es in den Boden rein. Und wäre es ein Boot, ging es in den Rhein. Kann sein, dass die Autos in Forza Horizon 5 mehr Gänge haben. Du kannst mehr Gänge einstellen, quasi. Und bei dem war das 9-Gang-Getriebe halt am schnellsten. Ja, ich würde den halt nochmal gerne tunen und auf S2 bringen und dann mal gucken, wie da die Kurvenlage ist. Muss sogar das Pizzabuden-Motoren bauen. Hat er das denn auch gesagt dann, oder? Falls ja, dann habe ich das ja mega krass verbaselt.
Bam! Podium. Not bad. Aber bergauf, wie gesagt, fehlt ihm ein bisschen die Puste. Nichtsdestotrotz, sehr geiles Auto. Hand aufs Herz, wie gut gefällt dir Forza Horizon 5? Ganz ehrliche Meinung, richtig geil. Ja, hat er. Alter, okay, gut. Ja. Ich habe tatsächlich damals diese Pizzaline wohl überhört. Ja, alright. Kann auch sein, dass ich die Pizzabudenline gehört habe, aber nicht ganz zuordnen konnte. Ja, ihr Lieben, wunderschönes Automobil, sehr, sehr cooles Auto. Und ja, gucken wir mal beim nächsten Mal, mit welchem Auto es hier so weitergeht. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, wir haben noch 2 Stunden. Das reicht, damit wir heute auch nochmal die 500 Punkte voll machen und etliche Super Wheel Spins erdrehen. Wir entfernen das Auto mal aus den Favoriten und ja, gucken mal gleich, was da noch gefahren wird.